voll langsam rein. Aber habe ich auch noch nicht freigeschalten, weil ich ein Idiot bin und das hätte vorher machen sollen. Hello Friends, another Fox ist wieder am Start. Es ist wie immer heiß. Es ist Couch Friday. Ah, heute habe ich mir überlegt, heute mache ich was richtig Gemütliches. Sieb ist mir ein bisschen zu ungemütlich heute. Es ist auch zu später Stunde. Ich bin ziemlich fertig. Trotzdem mache ich die Aufnahme für euch für morgen. Für Couch Friday. Meine Dose aufmachen. Keine Schleichwerbung, aber ich sage, es schmeckt super. Oh, die ist auch am Start. Oh, die ist irgendwo da hinten an der Fensterbank. Ich denke mal, da kommt gleich. Wenn er merkt, dass ich hier nicht mehr rumwusel, weil ich ein bisschen mit dem Mikro hier Schwierigkeiten hatte. Achso, ja, was spielen wir heute? Heute habe ich mir überlegt, spielen wir Dungeon of the Endless. Ein kleines Indie-Spiel. Ich finde es recht interessant. Es macht einfach Bock, zurückzulehnen und das Spiel zu spielen. Ich versuche es in Kurzfassung ein bisschen zu erklären, um was es geht und was die Schwierigkeiten sind, was meine Taktik in diesem Spiel ist. Dann würde ich sagen, starten wir. Neues Spiel. Wie gesagt, ein Indie-Spiel. Was ich persönlich sehr cool finde. Ich habe schon einige Charaktere freigeschalten. Bis auf die drei hier. Zu den Charakteren gehe ich jetzt nicht näher ein, ne? Das ist natürlich. Jeder Charakter seine Vor- und Nachteile hat. Seine Fähigkeiten. Manche sind langsam, manche sind tanky. Manche sind das komplette Gegenteil, schnell und eben ziemlich schwach. Bei manchen Charakteren sind es parodische Charakteren, wie jetzt sie zum Beispiel, Sarah Numas. Also ich denke mal, wer ein bisschen Fantasie hat und auch ein bisschen mit dem Namen spielt, der wird wahrscheinlich selber drauf kommen, wer Sarah Numas ist. Samus Aran. Ohne Verkleidung. Hier haben wir, ich glaube, er und der müssten, soweit ich weiß, von Team Fortress sein. Ah, und genauso die beiden auch, Team Fortress. Und die anderen Charaktere könnte gut sein, könnte gut möglich sein. Er sieht mehr wie Duke Nukem aus. Bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher. Wir haben hier Kapseln, Fluchtkapseln, quasi aus diesen Kapseln. Diese Kapseln stürzen ab, die uns dann quasi Bonis geben, wie jetzt die Fluchtkapsel. Gibt kein Boni oder Mali im Spiel. Das ist wahrscheinlich, also das Standardkapsel hat nichts Gutes, nichts Schlechtes. Wir switchen aber zur Lazarettkapsel, weil ich diese unbedingt schaffen möchte. Nö, ich zeige euch erstmal den normalen Verlauf. Ich habe es zwar schon mal durchgespielt mit der normalen Fluchtkapsel. Machen wir. Meine Taktik ist, wir können zwei Helden jetzt erstmal aussuchen. Held Nummer 1 ist immer, für mich persönlich, immer die Sarah, weil sie schnell ist. Erkläre ich euch nachher, warum ich einen schnellen Charakter brauche. Und den Professor. Ebenfalls erkläre ich nachher. Gut, unsere zwei Charaktere sind ausgewählt. Und starten wir. Oh, ich brauche mein Getränk neben mir. Ich bin so durstig heute. Also, hier starten wir. Indie-like. Grafik nicht die beste, aber ich sage euch, der Stil gefällt mir richtig gut.
Ich spiele mit dem Controller, wie ihr wisst, deswegen werden hier auch die Buttons angezeigt. Natürlich ist es auch normal, mit Tastatur und Maus zu spielen. Wir haben unsere zwei Charaktere. Ziel ist es, den Ausgang zu finden und am besten im ganzen Stück als Team zu entkommen. Und da wir cool sind, alle Räume in der Zeit, wo wir den Ausgang suchen, freizuschalten. Ist kein Muss, aber ist eine Chance, dass man gute Sachen findet, aber auch eine Chance, dass man gar keine oder schlechte Sachen findet. Man weiß nicht. Es ist alles Zufall generiert, was die ganze Sache ein bisschen noch cooler macht und spannend. Ihr werdet es wahrscheinlich im Laufe des Spiels merken, wie aufregend und es deprimierend sein kann. Aber wir starten einfach mal. Wir gehen als Team. Controller, Schultertasten beide drücken, um das ganze Team auszuwählen. Wir öffnen die erste Tür. Ja, nichts passiert. Kein Gegner. Sehen wir an der Anzeige unten. Unten rechts. Wir sind Level 1. Eine Tür haben wir geöffnet. Und in dem Bereich werden keine Gegner angezeigt. Das werdet ihr im Laufe des Spiels dann selber schon kapieren. Das Feature dieses Spiels ist, die Räume mit Licht zu versorgen, beziehungsweise mit Strom. Wenn diese Räume mit Strom versorgt werden, wie jetzt in diesem Fall, können wir in diesem Raum Module bauen. Oben, wie ihr seht, haben wir Ressourcen. Rote ist, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen. Ich komme bestimmt noch auf den Namen. Also auf jeden Fall Ressourcen, um Dinge zu bauen. Wir haben Wissenschaftsressourcen, nebendran die blauen. Und Nahrungsmittel, um unsere Helden abzugraden. Und zu guter Letzt, wie viel Energie wir haben. Pro 10 Lichtkerne oder Dust bekommen wir eine Zelle, um einen Raum mit Licht zu füllen. Wenn jetzt Gegner auftauchen, die jetzt sicherlich im Laufe des Spiels auftauchen werden, ist deren Ziel, unseren Kristall anzugreifen. Der wiederum verbraucht dann Dust. Wenn wir bei 0 angekommen sind, ist der Kristall futsch und wir sind down. Das versuchen wir zu verhindern. Oder wollen wir weiter? Wie gesagt, es wird wahrscheinlich eine easy Runde sein. Weil standardmäßig ist nach jeder Runde, also eine Runde ist, wenn wir eine Tür öffnen, nach jeder Runde heilen sich unsere Helden automatisch. Auch die Items sind wahrscheinlich auch viel einfacher zu finden. Und jetzt will ich kurz die Kamera testen, ob ich jetzt überhaupt mit der Kamera rede. Roten Faden verloren übrigens, wie immer. Wir machen einfach weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. So, wir haben jetzt die Wahl. Oben oder links. Wir wissen nicht, was dahinter ist. Wir können nur vermuten. Ne, wir können auch gar nicht vermuten. Am Anfang baue ich nicht viel, weil einfach die Anfangslevel viel zu easy sind. So, da sind Gegner drin. Die töten wir natürlich. Easy, easy. Level squeezy. Wir haben das bekommen. Mit diesem das füllen wir auch diesen Raum. Zu meiner Taktik komme ich später. Natürlich versucht man jeden Raum mit Licht zu füllen, weil das Coole ist, wenn da Licht in diesem Raum ist und ich ja die nächste Runde erläutere, indem ich eine Tür öffne, kann kein Monster darauf spawnen. Andersherum, wenn der Raum dunkel ist, wenn ich ihn jetzt quasi auslasse und den Raum öffne, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in diesem dunklen Raum Monster spawnen, die natürlich gehen meinen Kristall laufen, zulaufen. Das wollen wir vermeiden. So, wir haben ja jetzt ganz gut viel Dust. Wir können diesen Raum füllen. Gehen zu dem nächsten Raum. Und auch da bekommen wir Dust und es sind Gegner drin, die wir mit Leichtigkeit zermürben. Die Gegner werden natürlich pro Runde, also, ja, nicht Runde. Pro
pro Ebenen. 13 Ebenen gibt es, glaube ich, um das Spiel durchzuschaffen. Und je Ebene werden auch andere Gegner kommen, die dementsprechend schwerer sind. Wieder mit Licht füllen. Wir könnten jetzt, da wir ja jetzt genug Ressourcen haben. Industrie heißt die Rohstoff, genau, das war der Rohstoff. Natürlich bauen wir hier einmal ein Industriegenerator, der uns dann ein bisschen mehr pro Runde Industrie-Rohstoff gibt. Und wir bauen Geschütze. Das müsste eigentlich reichen. Mehr machen wir da nicht. Und öffnen die nächste Tür. Ja, hier wird schon kniffliger. Wir haben jetzt in diesem Raum 3 Verzweigungen. Der wird jetzt den nächsten Raum erreichen, aber wir haben ja ein Geschützturm. Theoretisch könnte ich jetzt hinterherlaufen, aber who cares? Wieder mit Licht befüllen. Und so geht es immer weiter. Da dies jetzt eine Abzweigung ist, würde ich jetzt hier... ballern wir alles voll mit Geschütztürmen, weil wir es können. So, dann kommt die erste Taktik. Ich lasse meinen Professor da, da ich jetzt nur meine Speederin nutze. Oh, fuck. Meine Speederin nutze, um Türen zu öffnen und quasi das als Verteidigungspunkt zu nutzen. Wie ihr seht, es ist so eine Art Tower Defense. Wir haben noch zu wenig Ressourcen, müssen ein bisschen warten. Öffnen wir die Tür, okay. Da ist auch Ende. Der Raum ist von sich aus schon mit Licht gefüllt, das heißt, da sparen wir das. Die Musik ist auch herrlich. Mal gucken, ob wir einen Speedrun bekommen. Da das echt eine schnelle Sache sein wird. Machen wir hier. Das nehmen wir. Oh, wie ihr seht, ich habe nicht genug das, um diesen Raum mit Energie zu füllen. Aber das ist nicht so schlimm. Ne, ich will gar nicht so viel Geld ausgeben, weil das Gute ist, die Ressourcen, die ich jetzt in diese Ebene sammle, die nehme ich mit in die nächste Ebene. Und das ist lächerlich, wenn man dann so viel Geld ausgibt und dann in der nächsten Tür ist dann der Ausgang oder quasi die letzte Tür. Und dann hat man quasi alles verschwendet. Meiner Meinung nach. Ja gut, machen wir jetzt mal die Tür auf. Da ist schon mal unser Ausgang. Wir können noch die Übersichtskarte anschauen. Sehen, welche Räume mit Licht gefüllt sind. Welche Türen noch zu öffnen sind. Und wo ich Module bauen kann. Und natürlich auch, wo der Ausgang ist und wo mein Kristall ist. Aber das ist schon mal sehr gut. Wir machen aber, da ich ein Perfektionist bin, alle Türen auf. Denn, genau deswegen, Kisten. Kisten haben Ressourcen. Was ist das? Was? Ach so, maximal TP. Ja, ja, klar. Das ist jetzt zu wenig, deswegen geben wir das ihr. Hier haben wir noch unsere Dashboard von unseren Charakteren. 4 Charaktere kann man insgesamt haben. 2 sind noch zu finden. Natürlich auch zufällig. Können wir da entscheiden, ob wir die dann quasi für Nahrung dann anheuern. Oder auch nicht. Oder dem Verderben zurücklassen. Die verteidigen sich selber oder sterben. Aber in jedem Fall können wir jetzt schon mal ein bisschen upgraden. Da jeder Charakter quasi eigenen Fähigkeitsbaum hat, macht es bei manchen Sinn upzugraden, bei manchen nicht. Abgesehen davon, dass auch ihre Attribute besser werden, wie Verteidigung oder Geschwindigkeit etc. Auf jeden Fall machen wir sie, weil dann wird sie schneller. Fähigkeit hat sie jetzt keinen dazu bekommen. Ist aber auch nicht schlimm.
Die nächste Tür auf. Und das war die letzte Tür. Und dann haben wir noch Industrie gewonnen. Industrieressourcen gewonnen. Ganz cool ist es, weil wenn man jetzt hier, dann habe ich ja, bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen. Das ist die Forschung. Für Forschung brauchen wir natürlich Wissenschaftsressourcen, die wir hier durch neue Module erkaufen können. 3 Räume zu öffnen braucht es, um ein Modul dann quasi fertig erforscht ist. Wenn wir aber die letzte Tür des Raumes, obwohl 3 Runden noch offen sind, um die Forschung abzuschließen, die letzte Tür des Raumes öffnen, wird dieses Modul sofort freigeschaltet, weil es ja dementsprechend auch keine Türen mehr gibt, um zu öffnen. Logisch, oder? Aber ist wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten. Deswegen, meiner Meinung nach, tue ich alle Türen öffnen, eben um die Forschung abzuschließen und auch um Goodies zu bekommen. Kleiner Odin, komm doch her. Komm. Na, der Odin ist müde. Gestern waren Freunde zu Besuch hier. Und ich bin kurz danach schlafen gegangen. Und mir ist nicht aufgefallen, dass einer von meinen Gästen die Toilettentür zugemacht hat. Also auch der Raum, in dem das Katzenklo ist. Natürlich habe ich es nicht geblickt. Dementsprechend ist im Laufe der Nacht oder des Morgens Odin ein bisschen verrückt geworden. Habe ich aber nicht gemerkt. Ich habe es erst am nächsten Morgen gemerkt, als dann hier schön alles voller Katzenbisse war. Ich meine, ich kann es ihm nicht verübeln. Die Tür war zu. Wo soll er sonst sein Geschäft verrichten? Ins Bad vielleicht oder so. Naja, was soll's. Ich bin ihm nicht böse. Es stinkert hier halt nur ein bisschen. Check. Check. Check successful. Okay. Okay, nur denn, weiter geht's. Ich trommel den Professor schon mal zurück. Irgendwas ist komisch. So. Never mind. Ja, wir hängen immer noch an Level 1, hallo? Geht mal gar nicht. So. Wie ich ja vorher gesagt habe, die Räume sind dunkel. Das heißt, wenn ich jetzt den Kristall nehme, habe ich euch ja noch nicht gesagt, ich muss diesen Kristall Richtung Ausgang bringen. Ein Nachteil ist, ich werde langsamer beim Laufen. Der andere Nachteil ist, es kommt unendlich von Wellen vom Gegner. Überall, wo es dunkel ist. Da, da und da. Und natürlich da. Deswegen ist am besten, diese Bereiche mit Licht zu füllen. Mal hier weg. Ich versuche immer, die Bereiche mit Licht zu sparen, den ich den Rücken zukehre. Von mir aus kann man hier auch Licht ausmachen und dann wird wahrscheinlich von hier oben was kommen. Let's do it. Mit Start kann ich Pause machen, um quasi alles zu planen. Wie wir hier sehen. Ja, hier kommt schon der Gegner heute. Bam, bam. Wir kriegen keine Punkte in diesem Zeitraum. Hier geht es lediglich darum, den Kristall und das Team zum Ausgang zu bringen. Wenn wir das geschafft haben, oh, das ist leicht gut, dann gehen wir raus. Ein Schluck darauf. Ja, das ist unser Aufzug. Wir steigen ins zweite Level, in die zweite Ebene. Wir haben noch ein kleines Summary.
wie viel Zeit wir gebraucht haben, wie viele Gegner etc. 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 Und manchmal hat man hier auch ein paar kleine Dialoge, die die beiden dann führen. Also eine Art Easter Egg. Also wir sind wieder am Anfang. Wir haben hier drei Türen zur Auswahl. Am besten weg vom Kristall. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob das eine gute Taktik ist. Ich persönlich mache immer erst alle Türen im Umkreis auf. Das ist elendig. Ah gut, aber die bleiben bei mir. Die hätte jetzt auch sein können, dass sie dann wieder. Uiuiui. Ah gut, da wollen wir das mal kurz heilen. Gut. Level 2 und ich bin jetzt schon in Panik, ey. Wir machen die Tür auf. Ich möchte einfach wissen, was im Umkreis ist. Deswegen mache ich schon im Vorfeld alle Türen im Umkreis auf. Hallo Odin, komm. Odin. Nee, geht lieber essen. Verfressenes Stück. Kommst du doch? Ja, hallo. Guck mal. Odin, du bist im Fernsehen. Ne? Kleine Schlawine, du. So, weiter geht's. Wir könnten jetzt. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier fünf andere Räume kommen oder ob das schon Ende ist. Aber theoretisch könnten wir es riskieren, jetzt diese Tür zu öffnen. Ah, ich hab's befürchtet. Gut, aber genug Dust, um diesen Raum zu erhellen. Was haben wir an Forschung? Das Feldgenerator. Das Geldgenerator verstärkt die Verteidigung aller Helden im selben Raum um 30%. Genauso wie verstärkt es alle NSCs. Was sind NSCs? Ach, Nichtspielercharaktere. NPCs, dachte ich. Wayne. Im selben Raum ebenfalls um 30%. Könnte man denken, ist gut. Als Verteidigung. Ach, weiß nicht. Eine Wimkanone. Je mehr Wissenschaft man auf seinem Konto hat, desto stärker ist die Waffe. Maximal 100. Ist gut. Im Endgame ist es eigentlich relativ nice, wenn man sowieso die meisten Module dann freigeschalten hat und dann eigentlich kein Bedarf an Wissenschaft mehr hat, dann ist die echt mächtig. Jedoch gibt es Waffen, die noch mächtiger sind, also in höheren Leveln. Und Holoheld, ja, das kann man als Decoy, also als Köder nutzen. Die Sachen kosten dir alles Industrie zu bauen. Deswegen möchte ich mich immer zurückhalten mit den Modulen und lieber nur die sinnvollen Sachen bauen, die wirklich wichtig sind. Ich weiß nicht, ob das eine gute Taktik ist. Ich hoffe es. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ist ja ein großes Modul, aber bezieht sich auf alle Räume in diesem Level. Dieses zum Beispiel bezieht sich ja nur auf den Raum, wo das Modul gebaut wurde. Das ist schon nice. Aber dafür habe ich zu wenig Wissenschaft. Okay, zur kurzen Erklärung, warum ich den Professor genommen habe. Sie habe ich ja als Spielerin. Den Professor habe ich aber, da er sehr gut Wissenschaftsrohstoffe generieren kann im späteren Verlauf. Genau. Okay, was machen wir? Ich würde sagen, wir machen jetzt die Tür auf. Ja, war klar. Gehen zurück. Hier schaffen wir locker. Ja, hier bauen wir, glaube ich, mal eine kleine. Eine kleine Verteidigungsstation. Oh, was soll der Geiz? Voll, das müsste eigentlich ausreichen. Und Sarah macht mal dieses Tor auf. Wir haben zwei dunkle Räume.
erhellen diesen. Machen hier auch zweimal und dann könnte hier dann ständig Tower Defense mäßig Gegner kommen, die hier verteidigt werden. Und da wir jetzt die Tür aufmachen, bauen wir jetzt hier diese Dinge auch voll. Und wir brauchen Wissenschaft, denn Wissen ist Macht. Ja, dann bauen wir Wissenschaft am besten von allen. Eins bauen. Blöd ist, also hier würde ich jetzt zum Beispiel kein großes Modul bauen, da die Gegner als erstes dann die Module auf dem Weg, also überwiegenderweise die großen Module angreifen, auf dem Weg zum Kristall. Und desto stressig dann jedes Mal hier zu reparieren. Kleine Module nicht so dramatisch, weil die billig sind. Große Module sind ja schon ein bisschen teurer. Bei Modulen zum Beispiel ist es so, jedes Modul, das ich baue, jedes nachfolgende Modul ist um einen kleinen Wert teurer. Gilt nicht für kleine Module, nur bei großen Modulen. Und nee, nicht bei allen großen Modulen. Okay, hier ist dunkel. Können wir hier was anderes bauen? Das Feldgenerator, wie gesagt, möchte ich nicht. Ich plane schon was anderes. So, nur aus einer Ecke kommen Gegner. Locker. Easy. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Machen hier nochmal zur Sicherheit zwei Geschütztürme hin, dass falls die dann doch aus beiden Ecken kommen und zu schnell sind und dann quasi zum Kristall huschen, ich trotzdem vielleicht nicht schnell eingreifen kann und ich Glück habe, dass sie dann durch die Geschütze getötet werden. Hier, was ich meine. Das gleiche machen wir hier und wir, wahrscheinlich ist das der letzte Raum, dann war das alles sinnlos. Time left. You have 26 minutes and 53 seconds left. Okay. Gehen wieder zurück. Dass unser Professor nicht alleine ist. Halten seine Energie im Blick, aber es hat super funktioniert. Herr Professor, können wir mal vielleicht schon mal upgraden? Vielleicht, aber ich glaube, ja, er kriegt eine neue Fähigkeit, das bestätigen wir und kann noch nichts. Nichts Gutes. Gehen wir mal kurz auf die Attribute ein. Die Fähigkeiten, ach, die Fähigkeiten interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich benutze sie so selten, nur in Paniksituationen. Sie zum Beispiel hat die Fähigkeit, schnell zu laufen. Er kann quasi die Module, die kleinen Module im Raum ein bisschen übertakten. Die sind wichtig, weil das sind passive Fähigkeiten. Die brauchen einen Cooldown. Wir haben zum Beispiel Streckmittel. Helden im Level, Heilungskosten sind um 10% reduziert. Heilung, Nahrung brauche ich zum Heilen. Und Verteidigung erhöht sich um 10%, wenn mit anderen gruppiert, denen man vertraut. Deshalb lasse ich Sarah nie alleine kämpfen, sondern gehe immer zum Punkt, wo die anderen sind. Später dann, wo einer ist, weil ich ja die meine Charaktere verteile, um maximalen Profit rauszuholen, da ich immer einen Raum dunkel lasse, um quasi die Monster rauszuholen. Das generieren für später. Der Professor hat die Fähigkeit, passiven Fähigkeit, die Angriffskraft um 6% zu erhöhen, wenn Verbündete in seiner Nähe sind. Wieder das gleiche, immer Sarah zurückholen, beziehungsweise jemanden zurückholen, dass er nicht alleine ist. Und die Verteidigung sowie die Angriffskraft verstärkt sich in dem Raum, wenn er nicht alleine ist. Hat alles seinen Sinn. War das? Ah, eine Glückspille. Also wieder so Items. Machen wir zu ihm. Denn er ist das Genie, er braucht die Intelligenz.
Ja, da ist übrigens schon unser Ausgang. Haben wir gleich gefunden. Machen wir voll. Machen die Tür auf. Bin mal gespannt, wie das Spiel bei euch ankommt. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren oder mit einem Daumen hoch wissen. Ich finde, wie gesagt, das Spiel recht entspannt. So als Couch-Friday-Spiel. Es hat seine aufregenden Seiten. Ist jedoch nicht so stressig. Man kann es auch echt gemütlich Beine gechillt nach oben spielen. Ich finde es herrlich. Na, jetzt kommt schon eine Schar von größeren Gegnern. Aber das haben wir natürlich trotzdem alles im Griff. Können wir jetzt? Ja, wir können das LAN-Modul bauen. Das brauchen wir für später bestimmt. Ich habe noch nicht so oft oder eigentlich gar nicht mit dem LAN-Modul gearbeitet. Aber ich bin mir sicher, das ist eine tolle Sache. Ja, mir fällt gerade eine andere Taktik ein, die wir anwenden könnten. Wie ich ja gesagt habe, ja, mal kurz. Uiuiuiui. Ja, gleich mal heilen. Das war knapp, da müssen wir echt vorsichtig sein. Ja, hätten wir jetzt die Lanzarett-Kapsel genommen, dann wäre das ein bisschen trickier gewesen. Da sich ja die Gegner am Ende nicht auch heilen. Da müsste ich Nahrungsmodule farmen. Worauf ich hinaus wollte vorhin, wenn ein Raum erhellt ist, kommen hier keine Gegner. Ich könnte also quasi ihn in einen dunklen Raum stellen und die nächste Runde öffnen. Und in dem Moment, in diesem Raum würden keine Gegner droppen, weil er ja da ist. Jetzt würde es wahrscheinlich noch gehen. Später brauche ich ihn aber, um ein Modul zu bedienen. Seine Fähigkeit ist nämlich, Module zu bedienen, wie die meisten Charaktere auch, die was mit Mechanik zu tun haben, Modulen zu bedienen, um einen kleinen Boni zu bekommen. Benutze ich dann quasi als Tank in diesem Raum und als jemand, der Bonis macht. Ich habe wieder eine Wernicke-Aphasie in der Medizin. Ist das eine psychische Erkrankung? Ich habe die psychische Erkrankung nicht. Aber ich sage es immer, ich habe eine Wernicke-Aphasie, eine Wortfindungsstörung. Wortfindungsstörung. Ja. Bei mir lernt man. Okay. Wir öffnen die nächste Tür. Nahrung. Nahrung ist gut. Nahrung nutzen wir. Wir graden ihn nochmal ab. Wieder eine neue Fähigkeit. Und was bekommen wir? Eine neue Passive. Machinist. Kann große Module bedienen. Der Held muss mindestens einen Zug im Raum bleiben, um den Effekt des Moduls zu verbessern. Da haben wir es doch. Das ist genau das, was ich wollte. Und zwar lassen wir ihn hier ackern. Der wird in der nächsten Runde dann einen kleinen Boni verschaffen. Super nice. LAN-Modul ist freigeschalten. Und keine Gegner sind gespawnt. Was haben wir hier? Placebo. Mich interessiert gerade mal, wenn ich das jetzt rausmache, Dings weg. Guck mal hier. Brauchen wir nicht, da wir ja Na, hallo?
da wir sowieso uns am Ende der Runde wieder heilen. So, wie ihr seht, er ist jetzt am Buffen. Wir haben jetzt 8 Industrieeinheiten zusätzlich bekommen pro Runde. Das ist mächtig. Und wenn wir jetzt seinen Wissenschaftswert, seinen Intelligenzwert erhöhen, wird das natürlich immer mehr. Und ich glaube, der ist spezialisiert für Wissenschaftsmodule. Kommt nochmal ein zusätzlicher Boni dazu. Wir ballern alles voll. Ja, das wird unsere Hauptverteidigung. Weil ich jetzt... Ja, wir müssen gucken, dass wir diesen Raum verdunkeln. Oder den hier, oder die beiden, je nachdem, müssen wir gucken. Wissenschaft lohnt wahrscheinlich gerade gar nicht. Das Neurolähmungsmodul finde ich ganz cool, weil das verlangsamt die Gegner dann. Dementsprechend bekommen die mehr Schaden ab. Notfallgenerator ist für Endgame, glaube ich, ganz interessant. Da können wir ohne das Räume erhellen. Also auf Kosten der Industrie-Rohstoffe. Biomassenkonservierung. Wie man sich... ich finde es nicht für sinnvoll. Je 6 getötete Monster in dem Raum geben dann ein zusätzliches Nahrungsrohstoff. Je 6. Das ist wenig. Beziehungsweise ich bräuchte viele Gegner, damit es sich wirklich rentiert. Natürlich, wenn ich es upgrade, wird es mehr. Aber trotzdem, das... Na. Lass mal. Ja gut, machen wir die nächste Tür auf. Oh. Natürlich müssen wir hier unsere Verteidigung stärken. Das ist ja null Verteidigung. Und was versteckt sich hinter der Tür? Ein Compadre. Den rekrutieren wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir unseren neuen. Den lassen wir hier als Tanky. Der ist natürlich langsam as fuck. Aber so ist das nun mal. Und öffnen die nächste Tür. Ah, wir sind erst Level 2. So schwer kann es nicht werden. Ich glaube Industrie. Ja, gut. Wir gehen nach hier. Hier kommen jetzt Gegner. Unser Tanky müsste mit denen alleine zurechtkommen. Und hier unsere Armada von Geschütztürmen müssten... Oh, fuck it. Das ist viel. Bin mir nicht sicher. Knapp. Das war knapp. Der wäre fast in den nächsten Raum gehuscht. Ich muss mir überlegen. Hier haben wir noch ein bisschen das. Vielleicht reicht es, um... Hier ist auch noch ein bisschen Dust. Vielleicht reicht es. Ich würde lieber hier das ausmachen. Und. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir unschlüssig. Ich habe viel zu wenig Dust. Das geht super. Machen wir hier aus. Und machen hier. So. Module baue ich jetzt keine. Und mache die nächste Tür auf. Die untere Ebene verteidigt sich von alleine. Oh, das war die letzte Tür. Ja, die machen wir noch. Oh, die sind schnell. Fuck. Und er greift unseren Kristall an. Ja, ein bisschen haben wir Schaden genommen. Ärgerlich, das ist ärgerlich. Ich hasse es, das ist viel zu nah am Kristall. Normalerweise natürlich die ersten Räume neben dem Kristall auf jeden Fall etwas zum Verlangsamen rein. Aber habe ich auch noch nicht freigeschalten, weil ich ein Idiot bin und das hätte vorher machen sollen. Shame on me.
Ja, beim nächsten Mal. Ah, easy. Easy? Easy, weil es eine gerade Linie ist. So, dann kommt hier schon mal nichts. Da ist Licht an. Oh, wenn wir Bock haben, machen wir noch hier das und der Rest geht schon mal zum Ausgang und Sarah holt sich den Kristall und dann ab dafür. Wie gesagt, langsam as fuck. Mit dem Kristall ist sie auch langsam, aber immer noch schneller als alle anderen. Es ist grün, alles in dem Ausgang, zack und raus. Wenn das ganze Team nicht zusammen im Ausgang wäre, wäre es nicht grün, dann wäre es orange. So als Warnung, so hey, pass mal auf. Wir brauchen immer ein neues Kanonenfutter, war sein Kommentar dazu. Time left. You have 13 minutes and 11 seconds left. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich hätte gedacht, wir sind ein bisschen schneller. Und natürlich muss ich hier auch noch ein bisschen erklären. Ich denke mal, dieses Level schaffen wir noch. In den letzten 13 Minuten, die wir noch haben. Also ein bisschen schneller zu machen. Ist schon mal gut, da ist schon mal eine Sackgasse. Das sind Kristalle, die geben für einen gewissen Zeitraum, in diesem Fall 5 verbleibende Züge, ein Boni oder ein Malus. In dem Fall haben wir Bonus. Aber die beachte ich meistens gar nicht. Gleich zum nächsten. Gut. Oh, eine Abzweigung. I hate it. Selbsthilfeknospen. Was tut das? Ist quasi was Besseres als das, was der Professor hat. Ja, jetzt gehen wir mal. Dem Großen, dem Bigerle. Ja, wir brauchen eine Taktik. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Wissenschaft, bauen wir hier hin, lassen den Professor hier arbeiten. Und bauen uns hier eine kleine Verteidigungs-Area auf. Der Galler geht nach hinten und Sarah macht schon mal die nächste Tür auf. Ein Händler. Bei einem Händler können wir natürlich handeln. Und zwar bekommen wir Wissenschaftsressourcen. Das ist schon mal sehr gut. Die Frage ist, möchte ich... Nö. Ich kaufe nichts. Ich lasse es so. Ah, Kontaktlösung. Lass es so. Macht schon mal die nächste Tür auf. Meistens, wenn ein Händler in diesem Raum ist, dann spawnen keine Gegner. Und hier haben wir auch Glück. Keine Gegner. Sehr gut. Die nächste Tür. Sehr gut, auch keine Gegner. Eine Waffe, sehr gut. Perfekt für unsere Sarah. Kriegt einen Brieföffner als Waffe, super geil. Können wir hier eigentlich? Ja, das können wir. Können wir da schon mal zwischendrin, weil es mit Strom versorgt ist, schon mal ein bisschen Damage verursachen, wenn dann schon Gegner auftauchen. Da kommen sie. Gehen wieder zurück.
bauen hier auch nochmal. Ja, die roten Kristalle, die mag ich gar nicht. Sehr nice. Bekommt ein Upgrade und kriegt eine neue Fähigkeit. Was kriegt er denn? Ja, wahrscheinlich hat er hier diesen. Mehr Butterbrot. Ja, TP-Regeneration erhöht sich. Das ist wahrscheinlich sehr cool im Eifer des Gefechts. Dass alle Helden quasi dann sich schneller aufladen. Hat auch das, was der Professor hat, 6% mehr Angriffskraft, wenn Verbündete hier sind. Und die Geschwindigkeit der Lebensregeneration erhöht sich. Halt, stopp, nein, die Geschwindigkeit von ihm erhöht sich pro Lebensregeneration. Er ist also schneller, wenn er heilt. Okay. Und Geschwindigkeitsbonus durch... Ja. Okay. Gute. Deswegen ist es ganz gut, dass sie so schnell und flink ist. Kann weit entfernte Räume öffnen, um dann zackig wieder zu den Verbündeten zurückzugehen. Gut, keine Gegner. Das ist eine Überraschung. Nüai. Wollen wir es wagen? Aktivieren wir den Shit? Ich denke schon. Und haben was gewonnen. 19 Nahrung. Hätten auch nichts bekommen. Wäre auch möglich gewesen. Oh, wir haben so viel Wissenschaft. Und gerade das hier. So, dann können wir hier wieder was Großes bauen. Wissenschaft haben wir jetzt genug. Ach, wir haben allgemein wenig. Unser Geschütze und auch unser Großmodul hat Schaden genommen von den Rotkristallen. Wenn wir Glück haben und ich sie upgrade, Sarah vor allem, nee, immer noch zu wenig, haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit. Bin mir nicht sicher, ob das nachfolgend ist oder irgendwann mal. Kommt bei ihr die Fähigkeit, Module zu reparieren on the fly. Das ist ganz praktisch. Und zurück. Und Licht. Ja, wenn gerade eine Welle am Starten ist, dauert es länger, bis Sachen gebaut werden. Deswegen sollte man eigentlich vor einer Runde eher bauen. Aber das passt. Das passt schon sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Dust eingesammelt. Wir haben... wir haben viel zu wenig von irgendetwas. Von allem. Von allem zu wenig. Wissenschaft braucht man eigentlich gar nicht so viel. Für später ist es eigentlich ganz praktisch. Aber jetzt in dem Moment wäre es mir lieber, ein bisschen Industrie zu farmen. Zurück. Ach komm, was soll der Geiz? Hier machen wir auch noch mal eins rein. Easy. Time left. You have 5 minutes and 18 seconds left. Läuft. Und machen den hier an. Dann kommt da schon mal kein Gegner. Wir machen die Tür auf. Ja, wir müssen gleich Schluss machen. Oder was heißt gleich bald? Ja, die Runde machen wir noch. Erhellen das mit Licht. Ballern hier Geschützhimmel voll. Denn wir, weil wir es können. Und da haben wir schon den Verknüpfungspunkt. Dumm wäre es jetzt,
nachfolgend diese Tür zu öffnen. Denn jetzt, wenn sie jetzt noch schloss, sind die Gegner gezwungen, den Weg außen rum zu nehmen. Würde ich jetzt diese Tür öffnen, würden sie ja direkt zum Kristall laufen. Logisch. Easy. Aber da. Gucken wir mal, dann machen wir hier das nächste Upgrade, kriegt eine neue Fähigkeit und zwar reparieren. Kann beschädigte Module reparieren, sehr gut. Sie repariert jetzt unsere beschädigten Module. Hast du toll gemacht, Mädel. Und öffne die nächste Tür. Nicht die falsche Tür, sondern die richtige Tür. Mal kurz nicht aufgepasst. Haben ein bisschen Dust bekommen. Oh Gott, hier. Das ist eigentlich ein ganz cooles Level. Läuft ganz gut. Machen die auch voll. Und öffnen die nächste Tür. Schnell wie eine Katze. Ja, und da haben wir es. Mal gucken, das könnten die auch ohne Sarah schaffen. Sicherheitshalber komme ich aber trotzdem zurück. Schnell. Und zu Harek. Machen noch Wissenschaft, weil ich glaube demnächst kommt das letzte Tor. Das heißt, wir profitieren dann davon. Wir machen Neurolebensmodul, was ich so gut finde. Und was wir dann auch für später brauchen. Öffnen die nächste Tür. Es ist leider nicht die letzte Tür. Dafür aber eine Kiste. Das hatten wir schon mal. Aber das können wir auf jeden Fall nochmal nehmen, weil es ist besser als diese Glückspille. Eigentlich nicht. Dann lassen wir es. Mal gucken. Ja, das ist die letzte Tür. Okay. Das mogeln wir jetzt ein bisschen anders herum. Wir machen jetzt... wir lassen Dickerchen hier hin. Sie kommt hier hin. Und ihn lassen wir hier hin. Ja, da müssen wir ein bisschen schnell sein. Es könnte auch sein, dass jetzt gar keine Gegner spawnen. Ist ja immer nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass auch mal nichts passiert. Du bist jetzt auf die schnelle, die beste Taktik, die mir einfällt. Und öffnen die letzte Tür. Und natürlich freigeschalten. Und keine Gegner. Sehr gut. Ah, pünktlich geschafft. Das Ende ist da oben. Wir lassen hier mal den Strom aus. Hier. Gehen Ausgang. Ah, da reicht es natürlich nicht. Machen wir hier aus. So, das passt. Das Team geht zurück. Sarah bleibt beim Kristall. Ja, das könnte passen. Machen wir hier aus und decken die Seite. Nehmen den scheiß Kristall und nach Hause. Na, die kennen gar nichts. Die kennen gar nichts. Oh, die kleine Frechdachs. Und es ist grün und ab dafür. So. Geschafft. Und ich dachte immer, ein Abendessen mit den Schwiegereltern wäre lang und schmerzhaft. Ja, das war ihr Zitat dazu. Mein Zitat dazu ist, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich denke mal, ab und zu werde ich mal ein bisschen Dungeon of the Endless spielen. So zum Runterkommen. Es muss ja nicht immer dieses Geklaue und dieses Stealthige sein. Aber auch mal was anderes.
dass wir auch Couch Friday auch mal anders verbringen können. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Euer Enero Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.